10 vor 8, bin ich vorne an die Ecke gelaufen und habe dann gesehen, dass eine Kundin von mir eingeparkt hat, bin zu der hin und dann gab es einen Wahnsinnsknall, es vibrierte, es war eine große Erschütterung und dann haben wir in die Richtung geguckt, aus der der Knall kam und sahen dann, wie das Auto flog. Und wir haben uns wahnsinnig erschreckt. Das war eine sehr beängstigende Situation in dem Moment. Meine Kundin ist da erstmal hingerannt, weil die gelernte Krankenschwester ist. Das Auto fuhr und beim Fahren gab es diesen Knall, gab es diese Explosion und das Auto hob ab und landete 20 Meter weiter einfach in den parkenden Autos, die da standen und hat diese Autos auf den Bürgersteig geschoben.